Pestizideinsatz in Südamerika durch Soja. Also das sind ja wirklich entscheidende Sachen. Aber wenn man jetzt die Rolle der Konsumenten so sehr betont, ist das auch immer so eine Entlastung. Das wurde ja auch gerne vom Agrarministerium gemacht, zu sagen, ja, unser Leitbild ist der mündige Verbraucher soll entscheiden. Und wenn er halt so entscheidet, ja, dann hat der Verbraucher halt leider so entschieden. Also da ist auch immer die Gefahr, dass man so entpolitisiert an der Stelle und die Verantwortung von den anderen Akteuren, die ja viel mehr Macht und Einfluss haben, rausnimmt. Also Konsumentenmacht, ja, jeder Einzelne ist verantwortlich, aber das kann nicht die Politik davon entbinden, zu sagen, wir tragen Verantwortung für Böden, für Tiere, für Grundwasserschutz und so weiter. Nochmal ganz kurz, noch, also drei Punkte noch dazu sagen darf, nochmal zu dem Landwirtschafts- und Bildungszentrum. Da habe ich auch nach dieser Hüttenhaltung gefragt. Und das zeigen Sie nicht mehr, das wäre ein auslaufendes Modell. Ich sage, warum das denn? Ja, weil angeblich die Bauern, die das machen, keinen Nachwuchs haben, die das noch machen wollen. Ja. Und dann wollte ich noch sagen, dass es auch Kinder- und Schulbauernhöfe gibt. Da können ganze Schulklassen hinfahren. Der erste war über 25 Jahre bei Bielefeld in Ummeln, haben Lehrer gegründet. Und zum Teil kochen die Kinder da auch selber oder können da kochen. Und das ist ja auch eine wichtige Angelegenheit. Wie gesagt, für eine ganze Woche oder so. Überall in Ummeln und der BUND hat auch einen. Und dann wollte ich noch als letztes auch sagen, es gibt da noch eine Aktion von Alnatura, das habe ich bei Google gefunden, da gibt es so kleine Heftchen, Biobauergeruch. Und das unterstützt auch der Nabu mit. Das ist, denke ich, auch eine ganz gute Sache. Und ich glaube, Alnatura gibt von jedem Produkt, was sie verkaufen, einen Cent ab oder so für diese Aktion. Damit es wieder mehr Biobauern, also weil die ja sonst kein Land kriegen und das zu teuer ist durch Biogasanlagen und Maisanbau und so weiter. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Sache. Und da werden wir zu gut nicht und dann liegen sie aus. Diese kleinen Heftchen. Kleine Heftchen sind das. Ja. Wobei sich das ganz schön zusammenfügt, was Sie sagten, in dem Ausbildungszentrum in Niedersachsen wird gesagt, die Bauern finden sich nicht mehr, die das machen wollen, also vielleicht in bestimmten Segmenten wirklich nicht. Und auf der anderen Seite suchen die Biobauern nach Land. Ich habe das in Brandenburg erlebt, da gab es ja ganz viele staatliche Flächen aus DDR-Eigentum, die vermarktet wurden und die dann so verkauft wurden, dass gesagt wurde, ja, wir machen das so 100 Hektarweise. Und gleichzeitig gibt es in Eberswalde, so irgendwie hier die Leuphana, die eine Hochschule für Nachhaltigkeit, wo ganz viele studiert haben und Landwirte werden wollten und natürlich gerade mal nicht 100 Hektar kaufen können, sondern vielleicht gerne mit 5 Hektar und Hühnerhaltung anfangen wollten. Und die hatten es wahnsinnig schwer, an Land zu kommen, weil es in der Theorie dieser Leute eben in diesen Fortbildungszentren und der Intensivlandwirtschaft eben die gar nicht gehabt, die so verrückt genug sind, mit 5 Hektar und 20 Kühen anzufangen. Und die gibt es aber eben doch. Und diese beiden Welten kommunizieren nicht miteinander, weil die einen sagen, so ein Quatsch, irgendwie 20 Kühe und am besten noch die Kälber bei der Kuh, so ein Blödsinn. Wir wollen doch die tollen Stallsysteme haben. Wir haben das doch alles über die Lüftungsanlagen im Griff. Und auf der anderen Seite stehen ganz viele, auch in Kassel-Witzenhausen studieren viele ökologische Landwirtschaft, die dann anfangen wollen und einen Hof suchen. So, und laut der Theorie des Bauernverbands gibt es die ja mal gar nicht. Nur wenn sie da stehen und Land wollen, dann ist es eben gut, wenn da irgendjemand unterstützt, dass man an Land kommt tatsächlich. Gab es Reaktionen vom Deutschen Bauernverband auf den Hof? Ja, es gab mal, also mein Verlag hatte, wir hatten die Idee, dass wir in einem der Wochenblätter, also diesen offiziellen der Landwirtschaftskammern, ein Wochenblatt des Freien Lippes für das Hof werben. Und da kam eine Ablehnung, das könnte man, das sei eine Herausforderung an die Bauern und das dürfe man nicht, das dürfe man unter gar keinen Abstand. Und die haben die Anzeige, obwohl sie bezahlt gewesen wäre als Anzeige, haben das absolut nicht gedruckt. Und dann gab es die Theorie von einer Bäuerin, die sich im Bund Deutscher Milchwerkzeuge, also der Protest, der Anti-Bauernverbands-Protestorganisation organisiert hat, die sagte, die schweigen das Buch tot, weil es so gefährlich ist, weil es eben diesen Zweifel vieler Landwirte ausdrückt. Also ich habe ja so geschrieben über dieses Gefühl von Bauern, die jetzt investiert haben, von 30 auf 100 Kühe, jetzt 300, wohin soll das noch gehen, wie weiter sollen wir uns noch verschulden? Und diese zweifelnde Schicht der Landwirte, dass die... Also da habe ich jetzt relativ viel Einladung von so Milchviehzeugern eben aus dieser kritischen Ecke und die anderen haben halt gesagt so, nee, mit der reden wir jetzt mal. Also ich weiß nicht, was tatsächlich hinter den Kulissen läuft, aber der Bayerische Bauernverband, die haben mich jetzt zu einem Gespräch eingeladen, aber die Bayern haben ja auch eben eine andere Struktur. Ja, aber sonst Niedersachsen und Berlin hat sich nicht gemeldet.
Von daher liegt vielleicht noch eine letzte Frage nahe. Sie haben sicherlich zu Recht, und wir hatten das an anderen Stellen der Ringvorlesung auch schon einmal festgestellt, wir brauchen zur Überwindung der Kluft auch eine Art Bildungsinitiative. Sie haben selbst von den Schulbauernhöfen gesprochen. Ich denke mal, hier in Niedersachsen ist das nicht so sehr verbreitet oder die Bestandsdichte ist nicht geeignet, um für jede Schule hier eine Möglichkeit zu schaffen. Aber insgesamt ist, glaube ich, der Weg Bildung über den primären Sektor, also über die Landwirtschaft in die Schulen zu tragen, ist eigentlich sehr, sehr gut. Ich kenne das Landbaupraktikum bei den Waldorfschulen, da ist es im System integriert. Bisher haben wir Landwirtschaft auch hier in Rahmenrichtlinien, aber immer nur auf der theoretischen Basis. Nie eigentlich mal mit den eigenen Händen irgendwas tun oder direkt sehen, miterleben, mitschaffen. Das fehlt, ich glaube, das ist ein großes Defizit. Das ist aber gerade in den letzten Diskussionsphasen, glaube ich, auch offenkundig geworden, dass wir uns mit dieser Form von Bildungspolitik womöglich, das wäre auch meine Frage an Sie, nicht nur an die Konsumenten zu wenden haben, brauchen wir nicht auch eine Bildungsinitiative in der Richtung der Produzenten, der nachwachsenden Bauern, die Alternativen von den Ausbildungssystemen überhaupt erst einmal kennenzulernen haben, um dann an späterer Stelle die Wahl zu haben oder zumindest eine leichter fallende Wahl, in welche Richtung sie sich orientieren wollen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das ganz oft gehört, dass an allen Landwirtschaftsschulen, sozusagen zwar Biolandwirtschaft inzwischen auch mal so angerissen wird, aber immer mit so einem Lächeln im Tonpol, naja, das ist ja für die, die sich da nicht so richtig ranwagen. Und ich glaube, die Kluft zwischen diesen Welten ist so groß, zwischen Bauernverband und Arbeitsgemeinschaft, bäuerliche Landwirtschaft und den Bioverbänden. Die Kluft ist so groß und die ganzen Biobauern der ersten Stunde, die sind so ausgelacht worden und sind so verspottet worden, dass sie es anders machen wollten. Und dass jemand, der sozusagen auch so, sagen wir mal, hier aus Niedersachsen aus so einer Intensivgegend kommt, ich habe so einen auch im Buch beschrieben, so einen Schweinemester, der ausgestiegen ist, der auch Sauren hatte und dann ausgestiegen ist, obwohl er ein ganz erfolgreiches Vermarktungsunternehmen auch hatte, der sagt, noch heute, 5 Jahre nachdem er seinen Hof und seine Zucht verkauft hat, muss er sich sehr gut überlegen, ob er sich in den Bäckerladen in seinem Heimatdorf traut, weil er das nicht jeden Tag aushält, diese Blicke, diese Frage, ey, warum bist du jetzt ein Aussteiger, jetzt gehst du da auch noch zu dem in Münster Institut für Theologische Zoologie, was soll der Quatsch eigentlich? Er sagt, der Druck ist so groß, dass er es nicht aushält. Und ich glaube, das muss man sich immer noch klar machen, dass ich nicht als Landwirt sagen kann, was ist gut für mich, für meinen Betrieb, welche Form mache ich, sondern dass man da echt Mut haben muss zu sagen, nein, ich glaube, der Strukturwandel und immer größer, immer mehr, weil die Masse ist nicht der Weg. Das ist in manchen Gegenden vielleicht etwas entspannter, aber wenn man hier das so als Bauernsohn macht, muss man erstmal sagen, wie geht das? Und dafür wäre so eine Ausbildung, wie Sie skizziert haben, wo man erstmal Alternativen gezeigt bekommt, wäre ganz interessant. Frau Busse, ich glaube, das war ein wirklich ganz hervorragender, sehr effizienter Nachmittag, den wir hatten. Denn heute haben wir viele wichtige, sehr, sehr wichtige Dinge besprochen. Sie merken vielleicht als Plenum, es wird jetzt auch immer konkret. Es geht immer mehr um Handlungsoptionen, Handlungsintentionen, die wir verfolgen sollten. Und das wird dann eben auch nochmal Gegenstand in der nächsten Vorlesung sein, am 30. November. Da geht es dann um Agrarwende selber machen. Jutta Sundermann von der Aktion Agrarlandwende jetzt, da steht dann das Ausrufezeichen, wird darüber berichten. Ich glaube, dann werden wir auf dieser Ebene, die wir heute schon sehr, sehr stark angeschnitten haben, noch einige Schritte weiterkommen. Vielen Dank für Ihren Vortrag, für die Bereitschaft zur Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. Bis zur nächsten Woche.